Hallo und herzlich willkommen zurück zu, der finalen Folge von Pokémon Infinite Fusion Randomizer Nuzlocke. Wir haben die ersten drei Mitglieder der Top 4 besiegt. Heute geht es zum allerletzten Mitglied und danach zum Champ. Und dann werden wir sehen, wie weit ich komme und wie es läuft. Ich bin sehr gespannt. Oh, die Treppe. Kann man die nicht mittig laufen? Kann ich da nicht mittig draufstehen? Das stört mich. Okay. Hallo, Siegfried. Der Drachentrainer. Was hat er jetzt wohl? Eis wäre lustig, so. Als Drachentrainer. Hallihallo. Aha. Ja, Drachen sind toll. Er sagt mir gar nicht, was er für ein Typ hat. Er sagt nur, Drachen sind toll. Hat er denn Drachen? Das wäre wild. Arknäher. Er kann wirklich Drachen haben. Da. Randomizer. Setzen wir da keinen Drachentrainer hin, wo der Drachentrainer ist. Aber theoretisch, das Design, es hat an sich irgendwie grundlegend, es ist cool, aber es ist definitiv ausbaufähig, weil die Beine, der viel zu dünne Hals, ein bisschen seltsam. Aber im Prinzip, cool. Wir schläfern es mal ein. Gute Nacht. Schlaf gut. Schlaf nicht zu lang. Nicht, dass dir jemand dein Leben aussaugt. Das wäre nicht gut. Ey, Lance. Siegfried. Was soll das? Nicht cool. Oh. Siegfried. Er macht mich fertig. Das Lustige ist ja, Arcane ist ja fast ein legendäres Pokémon. Ja, fast war es ein legendäres Pokémon. Zählt das zu legendären dann? Quasi. Oh nein, das Reshiva. Was ist das? Der Iva-Teil? Ich weiß es nicht. Aber der Reshiram-Teil. Reshiram. Ja, macht mich fertig. Was soll das? Ah, okay. Wird es schon Zeit für meine Geheimwaffe? Gut, dass ich das Ding so entwickelt habe. Okay, niemand hätte damit gerechnet, dass Siegfried wirklich ein Drachentrainer ist. Sagt mal, hättet ihr das erwartet? Ah... Das tut mir so leid für Reshiram. Das hat es echt nicht verdient. Der Vibrava-Teil ist ja anders wild. Das wollte mal ein Libeldra werden. Hat aber nicht mehr gereicht von der Zeit her, das zu leveln. Sehr schön. Candy. Shellhut. Shellhut? Welcher Teil davon ist ein Drache? Ja, okay, ich weiß, welcher Teil davon Drache ist. Der Drachelteil. Hier kriegst du eine Mondgewalt. Shellhut. Ey, entwickelte Pokémon ist okay, mach. Aber auch, dass er als erstes Pokémon direkt eins von denen einsetzt, die er normalerweise auch dabei hätte, ne? Jagon. Mach mich fertig, keine Ahnung. Na, ach, jetzt entwickel die doch fertig. Komm schon. Was soll das? Siegfried. Mach mich nicht fertig. Was soll das denn? Mach mal jetzt gute für Pokémon, wenn du schon Drachen hast. Arcani, Drago, Nier war schon ganz cool. Exrath. Okay, der Name ist cool. Der Name ist sehr cool. Aber es ist ja schon wieder nicht entwickelt. Siegfried. Mach mich nicht schwach. Was soll denn das? Also ein Teil ist davon entwickelt, aber definitiv der falsche Teil. Oh, ich dachte Drachen, epischer Kampf. Und es fing so gut an, ich hatte so hohe Erwartungen nach dem ersten Pokémon und es wurde immer schlimmer. Ja, ja, der Champ. Als letztes kommt der Champ. Muss ich überhaupt was heilen? Ey, komm, das war enttäuschend. Da hatte ich schon Routentrainer, die viel stärkere Pokémon hatten. Und das einzig Gute war das erste. Siegfried, ich bin enttäuscht von deinen Drachen. Bin ich ganz ehrlich. Sehr enttäuscht. Ja, aber jetzt geht es weiter. Ha, ich bin gespannt, was der Champ für uns hat. Siegfried war ja trotz Drachentrainer. Warum, Siegfried? Warum waren alles nur so schlechte Entwicklungen? Das ist halt das Problem an Drachen. Wenn du da die ersten Entwicklungsstufen nur hast, sind die halt super schwach. Das ist halt einfach so. Das ist der Fluch der Drachen. Na gut, aber jetzt geht's weiter zum Champ der Champs.
Mal schauen, was der für uns hat. Hallo, mein Rivale. Auf geht's. Die letzte Herausforderung in dieser Nuzlocke. Es ist der Champ. Unser Rivale, Bauli. Auf geht's. Tanleon. Wow, nein. Er packt direkt mein Horror-Pokémon aus. Impoleon. Ich hasse ihn. Ich darf ihn zurecht hassen. Er hat direkt mein... Dieses Pokémon. Ich hasse es. Ich hasse es. Ja, war ja klar. Full Restore für nichts an Schaden. Okay, wir nochmal. Gute Nacht. Oh, guck mal, ihr habt zweimal hintereinander getroffen. Seid ihr stolz auf mich? Mit Hypnose zweimal hintereinander? Das ist schon selten. Wird er nochmal heilen? Nein. Wie ist meine Attacke? Wie kann Psychokinese daneben gehen? Ist das überhaupt legal? Jetzt heil das voll. Ist nicht sein Ernst. Warum hat das denn letzte Runde nicht voll geheilt? Baloo, stop it. Er will das einfach nicht. Ich wette, das ist schon wieder das krasseste Pokémon, das er im Team hat. Würde ich ihm zutrauen. Hör auf, wofür du Full Restore hast du? Hör auf. Das ist doch nicht mehr normal, das ist doch schon krankhaft. Okay. Habe ich jetzt auch genug von Hypnose. So. Freundin. Delikiss. Oh nein, Togekiss. Togekiss? Schauen wir mal. Ja. Warum steht es da unten? Ja, man weiß es nicht. Bist du Flug oder... Ah, ist das schwierig. Die Wahrscheinlichkeit, dass es Flug ist, ist sehr hoch. Okay, wir machen Shadow Ball. Damit bin ich auf der sicheren Seite. Ah! Daneben gegangen. Aha. Ah. Aria Sharp. Aria Sharp. Oh nein, ist das gruselig. Bohnenattacke sollte aber gut Schaden machen. Okay, ich nehme das zurück. Ich möchte meine letzte Aussage bitte zurücknehmen. Okay, Kampfattacke macht gut Schaden. Nein, macht sie auch nicht. Kann ich vergiftet werden? Ja, kann ich. Wir haben es gerade rausgefunden. Hey, cool. Weiß es. Okay, okay, danke schön, danke fürs Vergiften. Nein! Was für Arceus? Sandseus. Er kann nicht einfach als Champ Arceus haben, das passt so gut. Und dann ist es ein Sandama oder ist es nur ein Sandan? Es ist nur ein Sandan. Oh, entwickelt doch eure Pokémon, das macht mich so traurig. Ey, aber Arceus in Gelb? Oh, Sandsturm. Oh, hier wird gleich richtig taktisch gespielt. Warum sind die Level so niedrig? Ich verstehe es nicht. Er hat einfach den 1-KP-Fluch. Erdbeben sollte auf Pflanzenwasser keinen Schaden machen. Danke dafür. Jetzt, nein. Mm-mm. Es reicht. Wen haben wir als nächstes? Autsch. Sandsturm. Ah, sein Starter. Dandrio. Ich würde jetzt gern auch meinen Starter nehmen, damit die gegeneinander kämpfen können. Aber beim Starter sind Dinge passiert. Deswegen ist das nicht mehr möglich. Traurige Geschichte.
Aber schön, dass er Dumiso bis zum Ende mitgenommen hat. Das hat es sich verdient. So, wir setzen Nahkampf ein, würde ich fast vermuten. Oder erstmal... Doch, Nahkampf. Oh, ich bin schneller. Das ist gut zu wissen. Oh, das war nicht so viel Schaden. Oh, und dann fängt er gleich damit an. Ah. Oh, und ich habe auch noch Verteidigungsbuff gekriegt. Oh, der, oh nein, okay. Einen von seinen Angriffen sollte ich überleben. Das heißt, ich mache jetzt Turbo-Tempo und nächste Runde dann Nahkampf. Das sollte eigentlich passen, denke ich mal. Okay, Turbo-Tempo macht da gar ganz schön viel Schaden. Ah, es ist direkt verwirrt, okay. Oh, jetzt ist der Sandsturm weg. Das ist nicht gut. Nahkampf sollte klären. Wenn er jetzt daneben gegangen wäre. Dann hätte ich... das wäre nicht nett gewesen. Mimitler. Mimikma? Nein. Mimitler? Was ist das? Oh nein! Bendigo. Okay, gruselig. Mondgewalt und gib ihm. Das sieht so gruselig aus. Aber cool. Mimikma ist immer cool, aber gruselig. Das hat die Mimikma-Fähigkeit. Fies von ihm. Was soll... Das ist höchst illegal. Ja, nee, das machen wir nicht nochmal. Ja, kriegst du noch einen Drachentanz? Hör auf mit dem Me First, aber ich fürchte, das kann man irgendwie 15 Mal oder so. Was für Leitteiler? Nein! So, jetzt bin ich schneller. Oh, was? Oh, immer noch so wenig Schaden. Aber ich bin jetzt schneller. Das war's mit seiner blöden Attacke, wo er meine Mondgewalt klaut. So. Fies von ihm. Yay! Tschüss, Baudi. Besiegt! Ha, ja, warum du verloren hast, das weiß ich nicht. Tut mir leid. Hallo, Opa von Bauli. Ja, ich habe mich so verbessert. Okay, lass mich einfach in die Ruhmeshalle. So heißt's. Auf geht's. Let's go Ruhmeshalle. Oh, es ist so still. Herzlichen Glückwunsch, Miri. Das hier ist die Ruhmeshalle. Die Liga-Champs werden hier geehrt. Und die Pokémon auch aufgenommen in die Ruhmeshalle. Miri, du hast hart gearbeitet, um der neue Champ der Liga zu werden. Herzlichen Glückwunsch. Du und deine Pokémon sind jetzt in der Ruhmeshalle verewigt. Yay! Hier ist nochmal mein Team. Oh, das ist schon echt cool. Das sieht schon cool aus. Galizard. Darkfarig und Galizard. Dann haben wir noch Azumasaur. Auch cool. Driftqueen. Leider ist der Sprite gedowngradet worden. Das neueste Pokémon im Team war auch ganz fein jetzt zum Ende. Und Maruario. Maruario. Sehr schön. Sehr schönes Team. Ich finde, es ist ein schönes Team, oder? Sieht schon cool aus. Und das ist Miri, natürlich. So. Wir haben 25 Stunden und 20 gespielt. Und 173 von 1054 Pokémon gesehen. Fast alle, quasi, so gut wie. Sehr schön. Ja, Leute. Bei mir gehen Nuzlockes ja immer nur bis zum Champ. Also bis ich quasi das erste Mal in der Ruhmeshalle bin. Deswegen war's das jetzt offiziell damit. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir noch ein bisschen fusionieren. Die Pokémon, die ich habe, untereinander, dass man die so ein bisschen fusioniert, das ist sicher cool. Ihr könnt gerne mal, wenn ihr Ideen habt, welche von den Pokémon, die ich so besitze, die man zusammen fusionieren könnte, was cool aussehen würde, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Dann mache ich vielleicht eine Folge. Wenn es mehrere sind, können wir auch mehr Folgen machen mit Fusion.
Das ist ja immer ganz cool. Ich sehe das ja auch immer gern. Einfach mal wild zusammen fusionieren, was ich so auf der Box habe. Es sind ja sogar einige Legendäre dabei. So eine Folge nur gucken, was mit Darkrai passiert, weil Darkrai-Fusionen sind irgendwie alle cool. Also, falls ihr da Ideen habt, ich würde sagen, wir gucken uns auch gleich nochmal die Box an, was ich da so drauf habe. Dann könnt ihr da gern mal eure Ideen zu Fusionen in die Kommentare schreiben und dann mache ich das mal. Das ist, wie gesagt, das ist eigentlich das Coolste daran. Deswegen kann ich mir das vorstellen, dass das bestimmt Spaß macht, Pokémon zu fusionieren. Jetzt, wo Nuzlocke vorbei ist, da kann man ja auch einiges mehr machen. Aber ich kann das ja beschleunigen, da war ja was. War sehr schön. Infinite Fusion ist immer schön. Ist immer lustig. Vor allem Randomized ist es irgendwie nochmal besonders lustig, weil man dann nicht nur diese Standard-Kanto-Pokémon am Anfang hat. Ah, ich bin zurück. Speichern. Miri hat das Spiel gespeichert. Kommt hier irgendwas Storymäßiges? Ah ja. Ja, dankeschön. Professor Eichmüll mit mir reden wegen dem legendären Pokémon. Okay. Dann tun wir das doch mal. Tun wir ihm eben den Gefallen. Wo ist er denn? Oh, wir sollen reden. Aha, alle sind sehr beeindruckt. Professor Elm aus der Johto-Region möchte, dass ich dir ein Pokémon gebe. Und er hat noch was gesagt. Vor einer langen Zeit haben... Ja, okay, Mewtwo. Es geht um Mewtwo. Aber sie haben nicht gesehen, wie bösartig es ist. Und es ist aus der Villa entkommen und wurde seitdem nie wieder gesehen. Mein Pokémon-Professor-Kollege Elm in Johto hat neue Informationen wegen dem Aufenthaltsort gefunden. Er sagte, er braucht die Hilfe eines starken Trainers. Also dachte ich, du bist perfekt dafür. Sein Labor ist in New Bark Town, in der Johto-Region. Es ist ein langer Weg von hier, aber könntest du mal vorbeischauen? Klar. Klasse. Dann triff ihn dort. Okay. Ich kann mit dem Zug dahin fahren. Okay. Okay, alles klar. Schön. Dann gucken wir jetzt mal auf die Box und dann könnt ihr gerne mal Fusionsideen oder Wünsche euch, mir schreiben. So, wie teleportiere ich denn jetzt? Habe ich nicht was zum Teleportieren? Habe ich das noch nicht gefunden? Das gibt es, glaube ich, erst, wenn wir in der nächsten Stadt sind, oder? Ja, ich fürchte. Na gut. Oh nein, muss ich jetzt... Habe ich hier keinen PC für Pokémon? Oh nein. Ja, das wäre auch... Wenn ich einen Pokémon-PC hätte, müsste ich jetzt auch nicht in die nächste Stadt laufen. Das macht gar keinen Sinn. Okay. Reden wir nicht drüber. So, oh. Dass ich vor euch so Angst hatte. Quapo am Anfang. Jetzt aber auch gruselige erste Route, ja? Ist einfach so. Direkt alles entwickelte Pokémon. Alles Wasser-Pokémon vor allem. Hier. Dann schauen wir mal, was ich so auf dem PC habe. Natürlich jetzt auch wieder die Pokémon, die down gegangen sind. Die nicht, die sind zu niedlich. Alles mit Mimikma. Oh, wir können mal alles mit Mimikma fusionieren. Das ist sicher auch mega cool. So, die haben wir. Ja, ich gehe mal durch. Vielleicht habt ihr ja Ideen. Warum sieht das so aus? Oh, Kathi. Das hat inzwischen echt ein cooles Sprite bekommen. Der wütende Bär. Sind schon einige coole dabei. Ich habe sehr viele Smetbo-Fusionen. Da ist noch ein Mimikma. Und der kleine Seestern. Fruit Loops. Fruit Loops war so süß, als ich es bekommen habe. Ich habe zuerst nicht gemerkt, dass das fusioniert ist. Es sieht aber auch fast aus wie normal. Oh, mit Natara kann man sich ja auch cooles machen. Dann habe ich noch meine besiegten Pokémon hier. Er hat mir so gefehlt. Das war so ein feines Pokémon. Mein Starter. Schade, dass du so kurz noch dabei warst. Aber es gab viel zu viele Wasser-Pokémon. Es war so gefährlich mit dir. Magneta, ja, das habe ich so gefangen. Okay. Also, wenn ihr Wünsche habt, welche Pokémon ich mal fusionieren soll, von denen, die ich habe, dann schreibt das gern mal bei mir in die Kommentare. Dann können wir da mal ein paar Fusionsfolgen machen. Das ist sicher cool. Also, immer her mit den Ideen.
Ich habe jetzt schon Darkrai und Mimikma. Vor allem Mimikma ist sicher auch super kreativ, was es da alles gibt. Das machen wir auf jeden Fall mit Mimikma. Und ansonsten, wie gesagt, eure Ideen in die Kommentare, dann mache ich die. Wir sehen uns dann wieder, sobald es da eine neue Folge gibt. Dann mit Fusion. Bis dahin, macht es gut und Mirio.